Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Im letzten Bad haben wir ja schon mal angefangen, die Stadt ein bisschen zu säubern, beziehungsweise den Dorfbewohnern, den Stadtbewohnern hier zu helfen. Und jetzt will ich mal schauen, warum... Ah. Oh. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Also bin ich da einfach nur hin, um den Gürtel zu bekommen. Nein, nein. Es war keine gute Idee, das abzubrechen. Warum gibt das Spiel mir die Möglichkeit, abzubrechen? Goofy? Ach, da bist du. So, was haben wir denn hier Schönes? Kann ich da hoch? Hier runter kann ich tatsächlich Gärten. Ich kann hier aber auch wieder hoch. Oh, hi, da ist jemand. Und Wasser. Oh, Feuer ist ein sehr schneller Zauber. Das ist gut zum Spammen. Schon wieder eine Zwiebel erhalten. Ich glaube, Sora wird hier noch ein Meister. Eine Zitrone. Jo, was? Ja, gerne. Eine High Potion. Ah, okay. Will mal. Mehr gibt's hier nicht, okay. Kann ich hier wieder hoch? Ja, es ist eine Wand, die man hochrennen kann. Sehr gut. Ich wollte nämlich noch schauen, ob man hier weiter kann. Hier kann man sowieso nicht weiter. Okay. Sehr geil. So, hier liegt nix. Kräuter hier. Boah, das sieht alles so gut aus. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Optisch jetzt so. Sehr, sehr schönes Spiel. So, was haben wir hier drin? Eine Potion. Besser als nichts, würde ich mal meinen. Was ist denn das? Ein Steinpilz. Warum kriege ich davon? Warum kriege ich so viele Lebensmittel? Kann ich in dem Spiel kochen? Was ist das? Okay, einfach mal 30 Taler bekommen. Wir merken es, einfach fremde Gegenstände schlagen. Also, meine Freunde, ihr merkt es, brecht in andere Leute Gärten ein. Schlag dort auf irgendwelche Habseligkeiten von denen an und ihr kriegt dafür Geld. Ja, ja, Kingdom Hearts bringt uns Sachen bei. Bitte tut das nicht. Bitte. Someone help! Where did all these monsters come from? Hercules, where are you? Blick! Oh no! Help is on the way! We'll put these hotheads out. Hang on up there. Huh? Who are you three? Where is Hercules? Well, he was too. Okay. Hilf der Jungfrau, das mach mal. Und zwar hier mit Wasser. Ein fantastischer Angriff. Mich wundert es, dass ich so viel Magie benutze, weil normalerweise bin ich eher der Kingdom Hearts Spieler, der wenig Magie benutzt. Wobei ich mich ja in Kingdom Hearts 2 schon ein bisschen gebessert habe, muss ich sagen. Ich benutze immer mehr Magie. Bitteschön! Und die Maximum LP sind gestiegen. You're so kind. Keep training and one day you'll be great heroes just like Hercules. Keep training? Is it that obvious? Just for you. Hey. Well, I think we all have a ways to go. But we'll get there together. Yeah, we will. Go.
Oh yeah. Ich finde diesen Angriff großartig. Oh, der ist echt super. Der ist super. Gefällt mir. So, ich könnte jetzt hier lang. Oder hier lang. Karte. Es ist egal. Ich gehe mal hier lang. Ich konnte vorher nicht weiter. Ah, um an diesen magischen Ring zu kommen, ist das. Aha. Ausrüstung. So, magischer Ring macht 2 FP dazu und erhöht meine Magie. Fantastisch. So, jetzt müsste ich doch genügend FP wieder haben, um den Schwinger zu aktivieren. Sehr schön. Magie autovisieren. Ich bin bis heute kein Fan von Magie autovisieren. Steinigt mich dafür, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich brauch's irgendwie nicht. Ich fand's bisher eigentlich immer nur störend. Auch wenn ich dazu sagen muss, ich habe einfach auch meine AP, oder in dem Sinne FP, lieber für was anderes benutzt. Oh, was ist das? Rosmarin, Alter, wir werden hier echt zum Spitzenkoch. Nein, 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 das war ein Steinpilz. Ein Kräuterseitling, noch besser. Ich liebe Kräuterseitlinge. Hier ist nichts. Okay. Halt, 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 halt. Nicht so schnell, Spiel. Man will ja auch schauen, ob hier irgendwas ist. Hier ist nichts. Ich kann aber hier lang, aber nicht mit Goofy. Kann ich da komplett hoch? Nein. Oh, das artet jetzt direkt hier aus. Indem hier auch gleich Gegner kommen. Guten Tag. Oh, das sind ja noch welche. Ich komm mit. Ich komme! Was war das jetzt? Oh. Das war jetzt eigentlich gar nicht meine Abwehr. Man konnte hier so einen Spezialangriff machen. Gleich mal ausprobieren. Los geht's. Oh! Das ist überaus interessant. So, ich komme jetzt mal nicht zu dir, ist okay, oder? So, das machen wir mal kurz so, weil ich habe keinen Bock, unten da einen Schaden zu nehmen. Sehr gut. Goofy, bei dir alles in Ordnung? So, hier sind wir noch ein paar Herzlose. Ich habe gehört, ich habe ein bisschen wenig MP. Deswegen aktivieren wir mal die MP-Aufladung. Oh, hier kriegt man schnell neue Level dazu. Schon wieder ein Freudensplitter. Ist ein Freudensplitter... Oh, eine Mega-Potion, okay. Ist ein Freudensplitter in dem Spiel nichts Besonderes mehr? So, Gegner besiegt. Ich kann immer noch einen Goofy-Bomb aktivieren. Das ist sehr interessant. Hallo, Gegner, 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 Goofy-Bomber! Oh, wow! Oh, Luftkombo Plus auch noch, okay. Maximum FP sind auch gestiegen. Und meine Magie ist dazu. Luftkombo Plus habe ich natürlich auch gerne. Ah! Du, sag du! Was war das, was da jetzt war? War das ein seltenes Item? Das ist despawned? Hoffentlich nicht. So, wunderbar, Rex. Schönen guten Tag. Bist du die Zwillingsschwester von der, die ich gerade gerettet habe?
Hier geht's lang. Da vorne nicht. Da geht's nicht weiter. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zuerst mal hier lang. Was haben die hier alle mit diesen Statuen? Muss ich mit denen was machen? Aber ich hab die ja angegriffen und das bringt nichts. Hm. Es ist echt herrlich, dass man hier so schnell läuft. So, wunderbar. Wieder ein paar Taler. Ich könnte mal wieder eine Mokri-Schmiede gebrauchen, muss ich sagen. Weil ich habe ein paar Duktilsplitter. Alter, was ist hier eigentlich? Sora, der Meisterkoch. Von hier komme ich. Halt. Das nehmen wir noch mit. Von da komme ich. Also müssen wir da lang. Energiesplitter, was ich hier alles bekomme. Kalbfleisch. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Okay, ich kriege aber dafür Sellerie. Kann ich das ausmachen? Oh, Entschuldigung. Hat das dir mit Schaden gemacht? Nö, nee, anscheinend nicht, okay. So, dass die MP-Aufladung wieder beginnt. Ist hier nicht noch irgendwas anderes? Nö. Und in die, da kann ich auch nicht rein. Nein. Okay. Guti. Dann brauchen wir hier jetzt wahrscheinlich wieder diesen Schild. Genau. Hier lang, hier lang. Okay. Ich will zuerst mal hier lang. Nein, 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 nein. Da lang. Aha. Da haben wir eine Kiste. Mit einem Äther. Da haben wir einen Kräuterseitling. Nein, ein schwarzer Trüffel. Sehr gut. Petersilie haben wir auch gefunden. Ich will mal hier lang. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay, okay, okay. So, wir gehen jetzt hier lang. So, und diesmal will ich hier lang. Okay. So, zuerst mal schauen. Ah, hier könnte ich dann wieder... Alles klar, da könnte ich da wieder zurück. Sehr gut. Wir haben immer die Möglichkeit, zurückzugehen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, wunderbar, Rix. Einen schönen guten Tag. Ich mag es, dass ich mich, während ich Wasser zauber, so bewegen kann. Das bringt sehr viel Mobilität rein. Goofy Bomber! Here we go! Ach, ich wollte noch Luftkombo Plus ausrüsten. Fällt mir gerade ein. Pyrosplitter. Und nochmal ein Pyrosplitter. Fantastisch. So. Ba-ba-ba-ba-bam. Ich find's cool, wie das aufgeteilt ist hier in dem Spiel. Ah, der kostet mich aber auch 4. Ich will von diesem freien Fluss nichts ablegen, weil die sind echt gut. Sag ich jetzt mal, die sind wirklich echt gut. Und Ausweichrolle finde ich gut, dass ich das von Anfang an kann. Ah, das war wahrscheinlich das. Das sind die ganzen Angriffe da, genau. Ja, ich kann dafür, ich kann gerade nichts, einfach nichts abmachen, weil ich will das alles haben. Hab ich, warte mal, da FP Plus habe ich ja einmal noch. Gebe ich mal Sora. Was ist hiermit eigentlich? Tatsächlich eine Kochzutat. Eine
Tatsache! Wir können in diesem Spiel kochen. Okay. Ich meine, ist okay. So, von da kommen wir. Ihr kennt es von mir, ich verliere sehr schnell den Orientierungssinn. Wobei eigentlich nicht, ich verliere nicht sehr schnell, ich habe einfach keinen. Was man nicht hat, kann man nicht verlieren. So, dann nehmen wir das hier mal mit. Wunderbar. Herkules ist schon wieder, ist immer noch weg. Gasse. Oh. Herc. Sora. More heartless. You take them. We need to save these people. Herc, can you hold the building? No problem. Donald, Goofy, we gotta do this quick. Hochmagie. Wenn du Gegner mit... Oh, diese Musik. Wenn du Gegnern mit Magie Schaden zufügst, füllt sich nach und nach eine Leiste über dem Kommandomenü, bis schließlich eine Situationskommando für dieselbe Magie auf einer höheren Stufe verfügbar wird. Nennt sich Hochmagie. Das war bis jetzt aber nicht der Fall. Formänderung. Oh, das ist das mit der zweiten Form. Wenn du Gegner mit deinem Schlüsselschwert Schaden zufügst, füllt sich über deine Kommandomenüleiste und es erscheint schließlich die Formänderungskommando. Drücke 3, um das Kommando auszulösen. Während deiner Formänderung richten deine Kombos mehr Schaden an und du bekommst die Möglichkeit, verheerende Abschlussangriffe auszuführen, indem du auf Dreieck drückst. Die Formänderung ist vorbei, sobald du den Abschlussangriff ausgeführt hast, beziehungsweise in einer bestimmten Zeitspanne. Alles klar. So, das wollen wir uns mal anschauen. So. Ah, okay. Und Wasra! Zweite Form! Ah, da oben sehe ich es jetzt betont. Wow! Oh mein Gott! Das ist super! Er kann von Anfang an Explosion, das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es mir schon. Angreifen! Fuck! Donald! Raketentanz! Geile Scheiße! Das sind die Limits von früher, die wir einfach so machen können. Und zweite Form! So, ich will mir noch mit dem Betäubungsschlag anschauen. Oh, yes! So. Ah, ich habe keine MP mehr. Yes! Goofy Bomber! Immer schön einsetzen. Wow! Ich hoffe, ihr seid bereit für die Scheiße. Wasra! So, und jetzt reicht's mir aber endgültig hier. Ich würde mal sagen, wir lassen hier One Piece mal aufleben. Wo, zweite Form! Ja, es ist offensichtlich diese Anspielung, es tut mir leid. So, ich kann dann aber nur den Betäubungsschlag anscheinend. Betäubungsschlag! Großartig! Hier haben wir jetzt viel gelernt in dem Kampf. Die zweite Form ist gigantisch. Get the people out! Okay! Are you guys all right? You need hurry, to get to safety! Hurry. Go! Quickly! No.
Oh, you scared us. It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh, wow. Very nice. Full marks. Nein. No organization. You're Zigbar. All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then. Does having a Heart of Light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did, though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Zigbar. Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. What reward? Oh, kehrt die Organisation 13 zurück? Kann ich eigentlich irgendwie die Karte aufrufen? Im Ganzen so? Das wäre cool. Kann ich aber nicht. Die Organisation 13 kehrt zurück. Eieiei, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß das. Von hier komme ich schauen, ob hier noch was liegt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber es könnte halt bedeuten, dass Maluxia zurückkommt. Und ihr wisst, wie gut ich mit Maluxia befreundet bin. Ich habe davor Angst. Ich will nicht, dass er zurückkommt. Ich will es einfach nicht. So, liegt hier noch was? Da haben wir was. Ein Kräuterseitling. Hier will ich gerade noch nicht lang, weil ich konnte hier wo hochlaufen. So, hier konnte ich hochlaufen. Aha. Immer ein paar Taler. Ja, es waren ein paar Taler, wo hier versteckt waren einfach noch. Okay. Hier kann man auch nicht rüber. Nee.
Yay! Ein Lorbeerblatt. Jetzt fangen wir hier aber richtig zum Kochen an. Bin ein großer Fan von Lorbeerblättern. Richtig zum Kochen geben, fantastischen Geschmack ab. Interessant, dass wir hier auch noch zum Kochen jetzt anfangen. Eine Potion. Das sieht nach Boss aus. Attraktionen. Manchmal siehst du im Kampf, wie ein grüner Kreis um einen Gegner herum erscheint. Einen auf diese Weise markierten Gegner erfolgreich anzugreifen, lässt wiederum ein Attraktionskommando erscheinen. Aha. Drücke Dreieck, um das Kommando auszulösen. Attraktionen sind spektakuläre Angriffe, die den Gegner in einem großen Radius treffen. Welche Attraktion du auslösen kannst, hängt hauptsächlich davon ab, wo du gerade kämpfst. Piratenschiff! Aha. Oh ja, das macht aber macht Schaden. Ah, ich sehe gerade, dass ich da ein Finale habe. Final! Ja. So, ich gehe mal bis auf Deckung hier. Raketentanz! Hau mir die Scheiße noch rein. So. Fantastisch. Fuck. Zweite Form. Jetzt beginnen wir mal. Okay. Bringen wir die Scheiße zu Ende. Betäubungsschlag. Wutform. Was? Antiform oder? Fuck. Okay, ich hab mich... Finale! Ist die Antiform gar nicht so schlecht? Goofy hat Glücksboost bekommen, fantastisch. Ist die Antiform in dem Spiel vielleicht gar nicht so schlecht? Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Oh, look. More trouble. It's Hades. Herc, let's go. Right. Oh yeah. Ah, ich wollte es gerade sagen, kriege ich jetzt vielleicht mal Mokri oder so? Und ich habe es gerade gesehen, da hinten ist einer aufgeploppt. Fantastisch. Der Part geht nämlich auch schon wieder ein bisschen zu lange. Ist aber kein Problem. Das machen wir jetzt alles in dem Part noch. Wir schauen uns hier noch kurz um. Weil ich muss euch ja auch mal einen Part hochladen. Habe ich gehört, dass ich das vielleicht machen sollte. Habe ich nämlich bis jetzt noch nicht. Ich habe bis jetzt einfach weitergespielt. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Was ihr sicherlich habt. So. Sag mal hier. Fluorid, okay. Wahrscheinlich auch irgendwie eine besonderer Gegenstand für die Mokri-Schmiede vielleicht. Ist hier hinten noch was? Hier sind auf jeden Fall nochmal sicherlich Zutaten. Hier. Sehr gut. Liegt hier noch was? Nein. So. Die Antiform ist anscheinend in dem Spiel eine legitime Form.
Hab ich per se jetzt nichts dagegen. So, von hier komme ich ja. Alter, ich kann den ganzen Weg wieder zurückgehen. Das ist großartig. Sowas mag ich. Ich hasse Points of No Return. Muss ich wirklich sagen, ich hasse sie. So. Müssen wir nur mal schauen, wo ist denn... Da hinten ist er geploppt. So, ich will mir aber noch ganz kurz, Ausrüstung, haben wir da was Neues bekommen? Ich hab's echt nicht im Kopf, muss ich sagen. Nein. Items will ich jetzt gerade noch nicht verteilen. Fertigkeiten. Wir haben wieder 5 AP zu vergeben. Autofinale. Löst automatisch das Kommando Finale aus, wenn die Zeitleiste eines Situationskommandos im Kampf ab... Oh, das ist gut. Dann kann ich das nicht verpassen. Nehme ich. Kann ich damit nicht verpassen. So, Feuerboost und Blitzboost. Und Donnerblitz und Feuerboost. Naja. Ich würde den Feuerboost schon ganz gerne geben, aber dafür habe ich gerade echt nicht die AP. Goofy, Glücksboost, den brauchst du. Ach, deswegen kriege ich die ganze 2. Ah, okay. Okay. Er braucht 5 AP. Entschuldigung. Defender ist mir zu wichtig. Und ich weiß nicht, wie wichtig Kochen in diesem Spiel sein wird. Deswegen lasse ich das mal dran. Aber es tut mir leid, Glücksboost, das spricht für sich. Teamarbeit. Immer mit einem... Okay. Mit einem Teamkommando. Okay. Ja, warum nicht? Er hat auch ganz gute Sachen, muss ich sagen. Okay, so, bevor der Part jetzt noch 5 Stunden geht, einmal der Mogri bitte, schmieden, Sammelziel erreicht, geil, hier haben wir jetzt, da können wir ein paar Sachen jetzt mittlerweile herstellen, wann kriege ich eine Belohnung, alle Arten, dann kriege ich eine Belohnung, 50, 100, erst ab 50 verschiedenen, okay. Okay, ja gut, das kommt sowieso automatisch. Item schmieden. Ich könnte FP Plus machen, sehr interessant, kann man auch machen. Okay. Nichts davon kann ich gerade auch nur ansatzweise irgendwie herstellen. Ist ja auch klar. So, haben wir da irgendwas Interessantes? Ich könnte mir einen Schildgürtel nochmal kaufen. Oder einen Fertigkeitenring. Ein Fertigkeitenring. Ich will gerade aber noch mit den AP, mit den Talern aufpassen, weil ich keine Ahnung habe, wie essentiell irgendwas in diesem Spiel ist. Deswegen wollen wir uns das jetzt noch aufheben. So, was? Bereichswahl freigeschaltet. Kannst du jetzt mit Hilfe von Bereichswahl innerhalb einer Welt von einem Speicher... Oh mein Gott, dieses Spiel wird von Minute zu Minute besser. So. Okay, meine Freunde, ich würde mal sagen, dann war es das mal wieder. Für heute, beim nächsten Mal, werden wir mal versuchen, Hades ordentlich einen auf die Ohren zu hauen. Ha, das wird so toll. Ich freue mich. Das Spiel ist so großartig einfach nur noch. Und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns hier einfach an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Kingdom Hearts 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.